Als unbestechlicher, unabhängiger Journalist ließ sich Ossietzky von keiner Partei einspannen. Sein publizistischer Kampf richtete sich zwar in erster Linie gegen die Konservativen und vor allem gegen die reaktionären Kräfte. Er gehörte ohne Zweifel zum linken Lager der Weimarer Republik. Seine Kritik machte aber weder vor der Sozialdemokratie noch vor den Kommunisten Halt. Der Journalist und Schriftsteller Axel Eggebrecht, damals Mitarbeiter Ossietzkys in der Weltbühne: Kommunist war er nie. Er war ein Kritiker aller Parteien. Die Kommunisten hat er so attackiert wie kaum ein anderer, denn die ersten stalinischen Säuberungen, die Verbrechen, die dort begangen wurden, sind in der Weltbühne mit einer unglaublichen Deutlichkeit dargestellt worden. Niemand hat die Kommunisten so attackiert wie er, viele Jahre lang, für das, was sie verdorben, verdreckt, durch Blut zerstört und haben an der großen Idee menschlicher Gerechtigkeit. Und was die Sozialdemokratie angeht, die ja damals von den Kommunisten als Sozialfaschisten bekämpft wurden, so war sie wirklich durch die Arbeitslosigkeit, durch die Wehrlosigkeit vor allen Dingen der Gewerkschaften. Bei 5 bis 6 Millionen Leuten kann man keine Streiks mehr machen. Aber die Sozialdemokratie hatte durch den wilden Kampf gegen die Kommunisten, zum Beispiel, dass ein sozialdemokratischer Polizeipräsident auf eine friedliche Mai-Demonstration hatte schießen lassen, trennte diese Parteien. Und umgekehrt, die Kommunisten machten mit SA zusammen einen Verkehrsstreik in Berlin. Verbrecherisch, wenige Monate, ehe Hitler kam. Die beiden Parteien saßen, sehr starke Parteien, die Kommunisten waren zeitweise die zweitstärkste Partei, saßen einander gegenüber wie die erbittertsten Feinde. Die einen sagten ihr Sozialfaschisten, die anderen sagten ihr kommunistischen Verbrecher. Allerdings muss man erwähnen, dass im Jahre 1932 bei der Reichspräsidentenwahl die Sozialdemokratie warb für Hindenburg. Dann gab es noch einige andere Kandidaten. Hitler war bereits im Kommen. Er kandidierte nicht, aber man sah, dass der Hitler schon nach der Macht greift. Und die Kommunisten kandidierten mit Thälmann. Und damals war der sensationelle Schritt Ossietzkys der, dass er aufforderte, Thälmann zu wählen. In der Weltbühne. In der Weltbühne. Obwohl er kein Kommunist ist und obwohl er nicht die kommunistische Partei unterstützen wollte. Aber dieser Weg zu Hindenburg, das sah Ossietzky voraus, endet mit Hitler. Das ist der Militarismus, der Faschismus. Den darf man nicht gehen, kann man nicht gehen. Er wollte Thälmann wählen lassen als ein Symbol des Antifaschismus. Ossietzky war ein Anhänger und Kämpfer für die Einheit der beiden Parteien. Berühmt war sein Artikel, der ist, glaube ich, 1932 erschienen, der mich auch einen ungeheuren Eindruck machte, der hieß »Am runden Tisch«. Es war eine Zeit, wo schon der Faschismus sich nahe zeigte, die Gefahr sehr groß war. Ossietzky sagte, das ist der letzte Augenblick, vor Torschluss noch etwas zu machen, die Einheit herzustellen. Ein runder Tisch wartet. Die Weltbühne, 3. Mai 1932. Die alte Weimarer Koalition besteht nicht mehr. Das Zentrum ist im Abmarsch begriffen. Die bürgerlichen Zwischenstufen sind dahin. Bei allen Beteiligten ist die Feindschaft traditionell geworden, gleichsam Ehrensache. Alles ist in umfangreichen, archivartig verschachtelten Gedächtnissen mit schrecklicher Genauigkeit aufbewahrt. Ich frage euch, Sozialdemokraten und Kommunisten, werdet ihr morgen überhaupt noch Gelegenheit zur Aussprache haben? Wird man euch das morgen noch erlauben? Was sich zwischen euch aufgebaut hat, ich ignoriere es nicht, ich kenne es besser als irgendein anderer. Denn ich habe in diesen Jahren von beiden Seiten Schläge erhalten. In diesen Tagen steht das Schicksal aller deutschen Sozialisten und Kommunisten zur Entscheidung. Wenn man ihre Zeitungen sieht, spürt man davon nicht viel. Der alte Krieg geht weiter. Und dennoch sind Worte gesagt worden, die nicht leicht verhallen können. Und dennoch steht irgendwo ein runder Tisch und wartet. Wir waren verschworen für die Grundsätze der Verfassung der Republik, die wir vom ersten Tage ihrer Geburt an verteidigt haben, gegen den Willen der berufenen Hüter der Republik, wie nun von Tag zu Tag deutlicher wird. Wir betrachten die Demokratie nicht als einen Vorwand, wir meinten sie. Noch immer bekennt sich mein Verstand zu der heute so verschmähten Demokratie. Aber mein Herz folgt unwiderstehlich dem Zuge der proletarischen Massen.
nicht dem in Doktrinen eingekapselten Endziel, sondern dem lebendigen Fleisch und Blut der Arbeiterbewegung, ihren Menschen, ihren nach Gerechtigkeit brennenden Seelen. Ich gehöre keiner Partei an. Ich habe nach allen Seiten gekämpft. Mehr nach rechts, aber auch nach links. Heute jedoch sollen wir wissen, dass links von uns nur noch Verbündete stehen. Die Flagge, zu der ich mich bekenne, ist nicht mehr die schwarz-rot-goldene Flagge dieser entarteten Republik, sondern das Banner der geeinten antifaschistischen Bewegung. Und ich, der Pazifist, reihe mich nun ein in das große Heer, das für die Freiheit kämpft. Ossietzky, noch frei, dann ging's los im Januar 1933. Hitler kam, Reichstagsbrand. Am Morgen nach dem Reichstagsbrand wurde er verhaftet, er war zu Hause. 28. Februar 1933, 27, stand ich unten mit befreundeten Journalisten am Reichstagsbrand. Göring kam runter und sagte, das haben die Kommunisten gemacht. War eine glatte Lüge. Ich habe ihn später in Nürnberg darüber vernommen. Er hat gesagt, der Führer hat mir das so empfohlen. Und ich telefonierte Kurt Grossmann von der Liga für Menschenrechte und dem Ossietzky. Ich weiß nicht, wen ich da zu Hause sprach. Ich sagte, jetzt geht's los, denn ich wusste von einem früheren Kollegen aus dem preußischen Innenministerium, dass Listen veröffentlicht worden waren und dachte, wenn die Leute Listen veröffentlichen, die Nazis, dann geht's los mit Verhaftung jetzt. Also er wollte nicht weg, man flieht nicht. Man bleibt bei seinen Menschen. Er meinte, im Ausland kann man schlecht fechten, man muss im Lande sein. Schon sprachliche Schwierigkeiten und man hat den Kontakt nicht mehr. Man wird ein Immigrant, der nicht viel ausrichten kann. Also er beschloss zu bleiben, weil er schrieb, hier bin ich am unbequemsten.